Ja, erstmal herzlich willkommen heute auf dem Arsenalplatz. Ich halte mich ganz kurz heute. Ich möchte eigentlich nur unseren Gast begrüßen aus Sachsen. Er ist der Vorsitzende der Freien Sachsen. Und viele wundern sich vielleicht, ob die eine Partei kommt das? Sachsen-Wittenberg, ihr seid ja viel eher schon Sachsen gewesen als wir. Ihr seid ja eigentlich die richtigen Sachsen, es kommt ja so bekannt, von denen wir dann den Namen geborgt haben. Ja. Lange war da wieder ein Laden ohne Maulkorb. Gar nicht das machen, was wir wollen, sondern dann, als wenn unsere Probleme gerade alle so auf Pause machen. Scheint so. Schon neue Gruselpläne verabschiedet hat und wir für unsere Gesundheit sorgen. Das ist unsere ganz private Angelegenheit. Deutschland, selbst wenn man Leute, die sich mit Staatsrecht auskennen, aus dem Westen geholt, die haben sich interessanterweise mit den Alpen ein bisschen zurecht. Yeah.